Hallo meine Freunde der Macht und willkommen zu den Drabo News im Dezember 2016. Heutige Themen sind unter anderem Skylanders Imaginators, Star Wars Battlefront und dort das Rogue One Scarif DLC. Und damit kommen wir dann auch direkt schon zum allgemeinen Teil. Allgemein ist euch vielleicht aufgefallen, dass ich in der Kanalbeschreibung keinen Uploadplan mehr habe. Dass es bewusst so gemacht ist, jetzt sagen wir mal noch nicht auf Dauer ausgelegt. Ich möchte es jetzt im Dezember einfach mal ausprobieren, wie es so ist, ohne Uploadplan immer wieder Videos hochzuladen. Ich denke, das ist alles so ein bisschen entspannter. Werden wir mal schauen, wie das funktioniert. Aus dem Grund werde ich dann auch nicht mehr in den Kommentaren darauf eingehen, wenn irgendjemand fragt, wann kommt wieder ein Video von dem und dem Projekt, sondern Videos kommen halt in Zukunft einfach, wenn sie fertig sind. Wo wir gerade von der Zukunft sprechen, in Zukunft wird es auch weniger Videos mit dem Len 16 zusammengeben. Ich werde wieder mehr Einzelprojekte machen. Das liegt einfach daran, dass der Len 16 in Zukunft ein bisschen weniger YouTube machen möchte, also allgemein weniger YouTube machen möchte. Ihr seht ja auch auf seinem Kanal, dass in letzter Zeit da nicht so viel passiert ist. Und dann haben wir noch einen dritten Punkt, der ebenfalls die Zukunft betrifft. Allerdings gehört er in den privaten Teil, denn es geht um meine private Zukunft. Ihr habt ja gewusst, im letzten Monat habe ich einige Prüfungen abschließen müssen in meinem Studium. Mein Studium ist natürlich noch nicht vorbei, aber es waren wichtige Prüfungen in meinem Studium. Ob ich sie bestanden habe, weiß ich noch nicht. Das erfahre ich erst Ende Januar. Auf jeden Fall sind diese Prüfungen jetzt vorbei und ich bin wieder in München. Ihr merkt es schon, ich kann wieder fleißig Kommentare beantworten, was ich jetzt auch wieder jeden Tag mache. Und ich bin jetzt auch wieder im Praktikum, das heißt, ich arbeite 40 Stunden die Woche momentan, was mich aber natürlich nicht davon abhält, auch in Zukunft Videos zu machen. Da sich das Wort Zukunft so schön durch diese ganzen Drabo News irgendwie heute zieht, möchte ich damit auch gleich weitermachen. Es geht um die zukünftigen Projekte. Einmal Skylanders Imaginators, was ich allein spielen werde, jetzt im Dezember irgendwann. Ich kann euch noch kein Datum sagen, aber irgendwann im Dezember werde ich das anfangen zu spielen. Außerdem Battlefront Rogue One Scarif DLC. Das letzte DLC von Star Wars Battlefront werden wir natürlich auch spielen. Also der Len 16 und ich werden das auch spielen. Raus kommt es angeblich am 6. Dezember. Auf jeden Fall irgendwann um dieses Datum rum werden wir es dann auch spielen. Die anderen Projekte wie Star Wars The Old Republic werden natürlich ganz normal weiterlaufen. Bei Star Wars The Old Republic möchte ich noch anmerken, es wird diesen Monat kein Gildentreffen geben, da ich mit den Wochenenden einfach ziemlich verplant bin und wahrscheinlich einfach nicht genügend Zeit haben werde an den Wochenenden, um da eben ein Gildentreffen zu machen. Es wird dann vermutlich im Januar wieder ein Gildentreffen geben, wo dann eben wieder Leute in die Gilde eingeladen werden können, die noch beitreten wollen. Ansonsten läuft Lego Dimensions natürlich ganz normal weiter mit den neuen Packs. Ratchet & Clank läuft auch noch aktuell weiter. Lego Star Wars Das Erwachen der Macht ist mittlerweile abgeschlossen. Disney Infinity 3.0 ist noch nicht abgeschlossen. Das Findet Dory Playset haben wir natürlich immer noch vorzuspielen. Ich hoffe mal, das schaffen wir im Dezember. Kann ich euch aber noch nicht versprechen. Ich hoffe es einfach mal. Livestreams wird im Dezember wahrscheinlich auch keine geben. Letztes Mal, wo ich gestreamt habe, hatte ich ja ziemliche technische Probleme. Deswegen müsste ich da erstmal wieder schauen, dass ich das mit der Technik auf die Reihe kriege. Da fehlt mir aber auch so ein bisschen die Zeit momentan. Irgendwann wird es aber garantiert auch wieder Streams geben. Nur halt vermutlich nicht im Dezember. Solltet ihr noch irgendwelche Fragen haben, dann ab in die Kommentare damit. Dort werde ich sie euch natürlich beantworten, so gut ich kann. Ich wünsche euch wie immer eine wunderbare Zeit und möge die Macht mit euch sein. Servus.